Weihnachten im Schuhkarton ist die weltgrößte Kinderhilfsaktion. Und es geht darum, dass Kinder in den ärmsten Ländern Europas zu Weihnachten eine kleine Freude bereitet bekommen. Die Schuhkartons aus meiner Sammelstelle, die gehen nach Serbien, nach Montenegro und die Ukraine oder Moldawien oder die Mongolei. Ja, sie nehmen am besten einen Schuhkarton, schlagen ihn in Geschenkpapier ein, Unterteil und Deckel für sich. Am besten ist, man befüllt ihn mit etwas Schulmaterial, mit Kleidungen, also kleine Kleidungsstücke wie Schal oder Handschuhe. Dann sollte auf jeden Fall Spielzeug mit in dem Karton sein, auf jeden Fall ein Kuscheltier, also irgendetwas zum Kuscheln, Hygieneartikel und auch Süßigkeiten. Was auf jeden Fall nicht in den Karton rein darf, sind Lebensmittel und auch Spielsachen, also Kriegsspielzeug, Pokémon oder sowas. Das sollte in dem Karton nicht reinkommen. Es wird unterschieden zwischen Jungen und Mädchen und dann entsprechend nach der Altersgruppe. Packanleitungen finden Sie im Internet. Für jeden Karton sollte ein Betrag von 8 Euro noch mitgegeben werden, der gedacht ist für die Logistik, für den Transport. Sollte tatsächlich im Karton irgendetwas sein, was an Lebensmitteln drin ist und nicht nach den Zollvorschriften versandt werden darf, dann wird es aussortiert von unserem Team und geht dann im Anschluss an die grüne Tafel in Landau. Den fertigen Schuhkarton können Sie dann abgeben in den vielen Annahmestellen der Region. Die finden Sie auch unter anderem im Internet und überall dort, wo Sie die Plakate von Weihnachten im Schuhkarton sehen. Die Kartons sollten bis zum 15. November in einem der Annahmestellen abgegeben werden.